Moin Freunde, Shane Tays GT4 Reviews und wir haben heute am Start das Fitbit Charge 4. Und zwar habe ich mir das gegönnt. Wir haben GPS integriert, wir haben FitPay integriert, also man kann damit auch bezahlen, was ich jetzt nicht so nice finde, weil ja, es wird alles immer digitaler, aber gut, ich mache auch vieles digital, was Bezahlen angeht. Aber trotzdem finde ich, dass Bargeld immer noch die bessere Version ist, aber naja gut, in Zeiten von Amazon und eBay und hast du nicht gesehen. Ja, ist nicht schlecht, aber würde ich jetzt nicht benutzen. Wir haben 24/7 den Pulsmesser am Start. Wir haben ein Schlafaufzeichnungsprogramm und hier kann man auch schwimmen gehen mit und auch das wird aufgezeichnet, aber ich bin nicht so der Mensch, der schwimmen geht. Was ich mega geil finde, ist, wir haben 7 Tage Laufzeit, also 7 Tage Akkulaufzeit, finde ich mega nice. Wir packen das ganze Ding jetzt mal aus, gucken uns das mal an und ich hoffe, es ist schon ein bisschen Akku drauf. Wenn nicht, muss ich das laden. Das werdet ihr nicht mitkriegen, dann mache ich einfach einen Cut. Ich packe das jetzt mal aus und dann schauen wir uns mal an. Schauen wir uns das mal an. Also wir schauen nicht mich an, wir schauen das. Hey, ihr wisst, was ich meine. Auf geht's. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auf geht's. So, erster Einblick. Auf den ersten Blick erstmal kleiner als ich dachte. Und wir haben hier das Armband an sich. Und wir haben hier Zubehör. Ich denke mal, da wird Kabel alles drin sein. Hier noch ein extra Band, noch so ein Ersatzband, sehr nice. Und ja, man hätte auch eine Special-Version kaufen können, da wäre das Armband so aus Stoff gewesen. Hätte man machen können, war jetzt nicht so meins. Hätte, glaube ich, 10, 20 Euro mehr gekostet. Und ja, wir haben hier die Anleitung, wie ich schon gesagt habe, das Kabel, der ganze Standardkram, was man auch bei einer Smartwatch allgemein oder bei einem Smartphone oder so dazu bekommt. Kabel über Kabel, ich habe im Schlafzimmer so eine Riesenkiste, das ist alles voll mit irgendwelchen Kabeln. Und es ist viel kleiner als ich dachte. Ich dachte, das Charge 4 ist ein bisschen größer. Okay, das ist wirklich ein bisschen kleiner. Mal gucken, ob ich da mit meinen Pfoten klarkomme. Wir schauen uns das Ganze mal an. So, hier ist das Ganze ausgepackt. Und hier hinten ist eben Pulsmesser alles dran. Fokussier mal, Kalle. Ja, danke. Ja. Hier ist das alles dran. Sehr nice. Und ich würde sagen, wir schalten das Ding mal ein. Wenn es denn Akku hat und wenn nicht, dann laden wir. Auf geht's. So, Freunde, also wir müssen das Ganze erstmal laden. Dazu haben wir hier dieses lustige Ladegerät, was wir hier so hinten dran stecken. Natürlich müssen die Kontakte sich verbinden und das muss hier so einschnappen und dann ist das Ganze dran. Wir laden das und in der Zeit wird das hier mit der App synchronisiert und auch diesen Schritt werde ich jetzt überspringen. Ich werde euch jetzt nicht alles zeigen, aber das Ganze lädt schon mal. Klar, hier steht, es funktioniert nicht, ist klar, es ist ja aus. Deswegen laden wir das. Ihr habt es jetzt natürlich gesehen, es flimmert ein bisschen jetzt in der Aufnahme, ist natürlich scheiße. Wir können nach oben wischen, wir können nach, hier sind meine Schritte und so, ist ja wie gesagt alles neu. Es tut mir leid, dass es so flimmert, ich kann es leider nicht ändern. Wir können nach oben wischen, wir können nach unten wischen, wir können nach links wischen, wir können die Tasten an der Seite drücken. Es sind ein Haufen Optionen. Wir haben hier ein Training, wir haben hier Spotify, wir haben Laufen, ja, was man hier alles machen kann, Radfahren. Kann man eben alles einstellen, Schwimmen, Laufband. Ich hoffe, man kann es wenigstens ein bisschen sehen. Outdoor-Training, Gehen, stinkt nochmal. Ich denke mal, ich halte das mal auf Gehen. Und hier kann man eben die Route planen, okay, nice. Und dann kann man das so einstellen, dann trackt er das auch durch das GPS. Wir müssen nach oben, ja. Ja. Ja genau, da haben wir hier GPS ein und so. Ich hoffe, ihr könnt das ein bisschen erkennen. Was können wir noch machen? Wartet mal, ich muss mal gucken, wie komme ich hier back? Wie kam ich hier back? Ich weiß gerade nicht. Jedenfalls ist nach oben, ist auf jeden Fall, habt ihr ja gesehen. Da haben wir so diese Statusdinger und so weiter. Herzschlag, ich hoffe, der ist in Ordnung. Ich bin kein Arzt. Ja, dann haben wir, wenn wir nach unten wischen, dann haben wir eben Instagram und sowas. Wenn das eben connected ist, dann kommen da Mitteilungen drauf. Boah, was kann man noch machen? Nach rechts hatten wir schon. Hatten wir nach rechts schon? Ja, da war das Training und Spotify. Nach links war. Komm her. Das ist ja rechts. Auf der linken Seite. Ich glaube, wir müssen die Taste drücken. Ich muss mich erstmal ein bisschen eingewöhnen. Man kann sehr viel mitmachen, wenn man das mal so mitkriegt, wenn man hier so Spotify auch noch die Tracks und so weiter skippen kann, das ist sehr nice.
Und Instagram, tralala, ja, finde ich jetzt, braucht man jetzt nicht unbedingt. Dafür hat man das Smartphone. Ach, hier hat man auch noch so Kalender und so. Timer, Wecker, Wetter, Einstellungen. Können wir mal die Einstellungen checken. Vibration, ist normal, ja, Herzfrequenz ein, nicht stören. Schlafmodus. Das ist eben alles mit dem Smartphone verbunden, dadurch, dass wir auch die App dazu runtergeladen haben. Premium kostet die App übrigens 80 Euro im Jahr. Finde ich ein bisschen krass, weil, ja, weiß nicht, ob man das haben muss unbedingt. Hat man eben ein paar Vorteile, wo ich jetzt aber selber nicht drauf geachtet habe. Wie komme ich hier zurück? Das ist verwirrend. Ich glaube, hier durch die Taste, ja, okay. Ja, sehr, sehr geil. Es ist alles synchronisiert. Man braucht nichts einstellen. Man lädt das auf, synchronisiert das und das Ganze funktioniert. Ja, ihr habt ja gesehen, man kann eben die Strecke so noch einstellen. Hier seht ihr nochmal, heute ist der 26. bei mir. Wie viele Schritte sind wir schon gegangen und wie ist der Puls? Oh ja, der gönnt auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr nice. Ich werde mal gucken, was damit so passiert und so weiter. Vielleicht werde ich nochmal ein Update-Video machen, wo noch ein bisschen mehr kommt. Das war auf jeden Fall schon mal die Einrichtung. Also ihr braucht nur die App runterladen, synchronisieren und das Ganze ist fertig. Einfacher geht es einfach nicht. Weil einfach, einfach, einfach ist. Kennt man vielleicht aus irgendeinem Werbespot. Woher ist das? Schreibt es in die Kommentare. Sehr geil. Ich habe es mir wirklich größer vorgestellt. Deswegen finde ich es, glaube ich, umso besser, dass es kleiner ist. Aber mega. Was hier so für Optionen am Start sind. Und wir schauen mal, was das Ganze so mit sich bringt. Das ist eben für die Wanderungen und eben ja, zum Tracken, habt ihr ja selber gesehen. Sehr geil. Feiere ich auf jeden Fall. Hatten wir hatten, aber ich hab, meinte zu lesen, hier ist noch eine Option, wenn man hier rüber wischt, aber ich glaube, das war die Taste. Hier ist bloß an und aus, okay. Ja, das Armband kann man ganz easy wechseln. Man kann, hier ist so eine Steckverbindung, da drückt man einfach hinten auf so einen Knopf und dann kann man das lösen. Da habt ihr praktisch nur diesen kleinen PC in der Hand und könnt das Armband auch waschen oder eben wechseln, ja, wie gesagt. Und ja, ich bin sehr gespannt, werde mal gucken und vielleicht werde ich nochmal berichten, was so nach den ersten Wochen oder so zustande kam und so weiter. Und dann können wir uns vielleicht nochmal die anderen Funktionen angucken, wenn ich mich damit ein bisschen mehr befasst habe. Das sollte erstmal bloß so eine Art, ja, Intro sein zu diesem Band und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video, Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten, das war kurz und schmerzlos. Wir sehen uns im nächsten Review auf diesem Kanal. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns. Dankeschön fürs Einschalten. Wunderschön, dass ihr dabei wart. Bis demnächst. Haut rein, ciao.